Hallöle, ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Heute möchte ich mit euch gerne ja, ein Video machen, wie ich die Steine von dem Saramond-Buddha-Bild einsortiere. Das waren ja 30 Farben. Ich habe mir auch eine Kiste besorgt, die ist jetzt dieses Mal von Ikea, die hatte ich noch über. Und genau, das sind ja hier die von Diamond Painting Deutschland, diese Gefäße. Und das ist ganz normal von Amazon. Diese Etiketten, da sind ganz, ganz viele drin, die sind voll praktisch. Und ja, dann können wir ja einfach mal hoffentlich loslegen. Wir haben zum Glück auf den Tüten selber die Zahlen. Das heißt, wir können hier gucken, ne, ob das jetzt welche Zahl das ist. Das ist jetzt die 30. Dann mache ich das auch schon so direkt. Packe ich das auch schon so direkt da rein. Die Zipbeutel, die behalte ich natürlich, weil die kann man natürlich für andere Dinge benutzen. Ich könnte natürlich jetzt auch die Aufkleber hier verwenden und eventuell abmachen, wenn das geht. Aber die sind sehr schwer abzumachen, weil die auf den Zipbeuteln echt doof kleben. Theoretisch könnte man es abmachen und dann hier draufkleben. Dann hätte man praktisch genau dasselbe, aber da das leider hier nicht geht auf den Zipbeutelchen, werden wir das jetzt einfach mit diesen tollen Etiketten hier machen. Erstmal ein Deckel. So. Deckelchen drauf. Und dann schreibe ich mir die 30. So. Zack, dann haben wir schon die erste Zahl. Kennt ihr ja. Packe ich dann auch gleich in die Box. Wir haben hier die 3, ganz viel schwarz. Vielleicht werde ich, ich gucke mal, ob ich, wie viele ich davon fülle. Das ist natürlich ein sehr großer Beutel. Mal eben gucken. Vielleicht nehme ich auch alle, weil ich habe natürlich eine sehr große Box und theoretisch könnte ich die alle da reinfüllen. Dann fliegen die wieder nicht einfach so durch die Gegend rum. Ich glaube, ich mache das auch so. Erstmal hier reinfüllen. Oh, die glänzen sehr schön, muss ich sagen, gerade. So, ups, auch die 3. So, natürlich jetzt Becherverschwendung, aber ich habe so viele davon. Ich hatte ja damals 400 Stück oder so waren das ja für 15 Euro gekauft. Das schadet das dann jetzt nicht, wenn ich mir das jetzt alle da reinfülle. Weil ich kenne mich, nachher fliegt wieder alles rum und dann lieber schön einsortieren. Wie macht ihr das denn? Macht ihr auch, wenn ihr Farben über habt, direkt abfüllen alles oder macht ihr das so, ja, dass ihr das dann in den Zipbeuteln lässt und dann wirklich, wenn dieser Behälter leer ist, dann nachfüllt? Also ich habe bisher immer nachgefüllt, aber ich denke mir nee, jetzt komm. Komm, egal, dann haben wir es leer. Es ist immer sehr befriedigend, wenn so eine Tüte leer ist, finde ich. So, dann schauen wir mal. Das sind jetzt alles Dreien. Dann muss ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Dreien aufschreiben. Und die Etiketten, die waren echt nicht teuer. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet haben.
Aber das war echt nichts. So. Dann haben wir die ganzen dreien. Supi, dann mal gucken, was wir hier noch haben. Hier haben wir eine 5. Die passt in einem rein. Sehr gut. So, aber auch den letzten Deckel. 5. Zack. Dann haben wir... Ich mag diese Grüntöne. Die Nummer 23. Guck mal, da steht sogar die Grammzahl drauf. Wow. Also 11,6 Gramm jetzt gerade. Und dann haben wir hier in, von Schwarz sind 73 Gramm. Verrückt, ne? Mich würde ja gerne mal interessieren, ob ihr was vom Sarah Mond habt und wie zufrieden ihr seid. Das würde mich sehr interessieren. So, was war das jetzt? Die 23, ne? Jo. Zack. So. Ich liebe Steinchen einsortieren. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen hier. Außer es sind so mega viele Steine und Farben. Aber so, ich finde, weiß ich nicht, die ganzen Steine so aufzufüllen in so schicke Behälter ist immer irgendwie ganz toll. Und man sieht so nochmal richtig die Farben. Man guckt sich wirklich die einzelnen Farben direkt dann so an. So, das ist die 15. Weiß ich nicht, finde ich immer toll. Ach, ich liebe Grün. Ich liebe Grün. Ich liebe auch dieses Grün. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich finde auch, die passen perfekt hier rein. Also das ist wirklich die perfekte Größe, diese Medizinbecher. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr es mögt, große Sachen hier zu haben. So. Weil manchmal gibt es ja Menschen, die mögen das nicht so in großen Behältern, weil dann auch immer viel daneben kippt. Oh, die Farbe ist auch schön. Und ich muss sagen, die sind nicht aufgeladen, die Steine. Ich habe ja jetzt gedacht, dass die aufgeladen sind. Aber nö. Ist alles süß. Guckt mal, wie schön. So ein Baby. Es erinnert mich so an so ein Baby. Babyton. Aber das ist so... so pastellig irgendwie, finde ich. So, die 16, das könnte schon jetzt knapp werden. Der Beutel ist schon etwas größer. Ja, wird auch knapp. Dann nehme ich lieber noch eine 16. Zack. Füllen wir das auch noch mal extra ab. Ist besser. So. Geh doch da rein. Das ist die 2. Passt auch. Ich freue mich immer, wenn es passt. Weil wenn man weiß, die ist fast leer, die Farbe, ist immer ganz gut. So. Die 20. Wieso? Ich komme mir vor, als wären das so Drogentütchen. Mit den Beuteln und den Grammanzahlen. Aber ist mal ganz interessant zu sehen, wie viel davon drin ist. Ne? Hier ist die 1. Knister, knister. Ups. Zack. 1. Alle
gibt es nicht so viele. Hier ist die 22. Also wirklich, das Bild besteht aus sehr, sehr vielen Grüntönen, aber auch etwas dunkler gehalten, muss ich sagen. Also nicht so viele helle Farben. Wir haben natürlich auch viel Schwarz. Das war die 22, ne? Also ich bin echt zufrieden. Die sind überhaupt nicht aufgeladen. Weil das nimmt natürlich auch nochmal richtig viel Zeit weg, wenn die Dinger aufgeladen sind. Das ist immer doof. Weil dann hängen die an den Tütchen und oh, es gibt fast nichts Schlimmeres, muss ich sagen. Furchtbar. So. Sind noch einige. Also hier ist die 4. Da ist auch nochmal viel drin. So. Passt das da rein? Ah ja, perfekt. Perfekt. Kein Steinchen hier verlieren. Super. Dann haben wir hier 2x4. Haben wir mal ein neues Etikett. Die gehen immer schnell leer bei so vielen Farben. Obwohl 30 Farben gehen ja noch. Aber ist eine gute Sache. 30 Farben auf einem 50x50 Bild kommt auf jeden Fall gut rüber. Definitiv. So, die 18. Das ist so ein Froschgrün. Gott. Seht ihr? Ist jetzt nicht. Was ist das? Die 24. So. Huch. Ja, zum Glück kippen mir dann immer so kleine um und nicht so viele. Große. Die 21. Zack. Erstmal wieder. Ah, ich habe ja lange auch jetzt nicht mehr gepaintet, beziehungsweise ich habe privat etwas gepaintet, aber dadurch, dass ein paar Umbrüche auch waren auf der Arbeit und hier zu Hause und ist es für mich sehr anstrengend geworden. Dann habe ich den Flugsimulator für mich entdeckt, der natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das alles unter einem Dach zu bekommen, ist natürlich nicht so einfach. Aber ich habe nach wie vor Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm dir jetzt mal diese Zeit und mach was. Mach mal wieder ein neues Video. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Genauso wie ich. So. Was haben wir hier noch? Eine 13. Froschgrün. So viele Grüntöne. Na, wie es gibt. Unmöglich. So, was ist das? Die 27. Die sieht eher so aus, als würde sie leuchten im Dunkeln. Ist aber nicht so. Sieht aber so aus, finde ich. Finde ich voll. Glaub nicht, dass die leuchten, sonst wüsste ich das doch, oder? Naja. Hier ist die 6. Oh.
Da waren nicht so viele drin. Sechs. Zack. Was haben wir noch? Die 12. Das sind nur noch kleine Tütchen, also das geht jetzt flott. Die sehen fast schon immer alle gleich aus, die Farben, wo ich mir so denke, das hatte ich doch jetzt schon. Oh, die 12 ist aber nicht so hübsch geworden hier. Kann man kaum erkennen. Zack. Die 10. Zack. Naja, ich hoffe, dass ihr mir hier auch genauso treu bleibt wie bisher auch. Ich kann aber nachvollziehen, wenn nicht. Würde mich aber trotzdem sehr freuen. Das ist auch eine schöne Farbe. Schade, dass die so wenig vorkommt. Die sieht schon sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. So, das war die 28, ne? Die 9. So viele schöne, tolle Farben. Ich mag ja Türkis total gerne. Deswegen habe ich mir das Bild auch ausgesucht. Es gab ja ganz viel Buddha und ich habe auch in meiner Wohnung ganz viel Deko von so Buddha, also ganz viel jetzt nicht, aber ich wünschte, ich hätte noch mehr davon. Sag ich es mal so. Ja, und ich weiß nicht, grün ist sowieso für mich eine Farbe von Hoffnung und Glück und Zufriedenheit. Oh, Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Deswegen, weiß ich nicht, das verbindet mich mit dem Buddha auch irgendwie. Ich finde das sehr dekorativ. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich grün eh so gerne mag, da waren ja mehrere Buddha, habe ich mir gedacht, ja komm, okay. Ich habe ja eigentlich schon einen Buddha in so rosa Tönen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, oh nee, der Grün sieht aber auch ganz toll aus. Und da ist so viel Spektakel drin und das gefällt mir so, wisst ihr? Da ist so viel los im Bild. So viele Farbkleckse und ich glaube, das wird nicht so schnell langweilig. Klar, da ist ordentlich viel Schwarz drin. Aber mein Gott. So, letzte Farbe, meine Lieben. Das ist die 25. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich jetzt hier wirklich alle Farben habe. Oder ob ich mich irgendwo hier vertan habe. Hoffentlich nicht. So, dann mache ich mal kurz Ordnung. Das einmal wegpacken und dann hole ich mir mal den großen hier hin und gucke mal, wo ich hier anfange. Ich fange am besten mal mit der 30 an. 30, dann kommt die 29, die 28, dann kommt die 27, 26, 25. Passt ja perfekt rein. Da müsste die 24 irgendwo hier sein. Da ist er auch. 24, 23. Panik in den Augen. Wo ist die 23 jetzt hin? Oh, ah, da. 23, 22, 21, ist ja voll das Ratespiel hier, 20, jetzt kommt die 19, 18, 17, 16, 15,
13, 14, 13. Hier ist die 12, genau. 10, 9, dann stapeln wir mal. Boah, hier passen echt viele rein, toll. 8, 7, 6, 5, 4, 3, überall die 3, 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 2, 1, hier ist noch eine 4, machen wir hier hinten hin und die 16 noch über. Ja, cool, dann haben wir es ja, dann haben wir es. So schick sieht es jetzt aus, ich mag das immer, so wenn man das so, wenn man da so da durchgucken kann und die ganzen Farben sehen kann. Sieht ja mal richtig cool aus. Ich mag die Box. Wir kleben auf jeden Fall jetzt noch... ich wollte einmal den Aufkleber hier vorne wegmachen. Der sieht so hässlich aus. Oh, toll, jetzt ist da so Klebe drauf. Jetzt sieht es noch hässlicher aus. Genau, ich wollte einmal nur Buddha Grün hinschreiben. Buddha in Grün. Damit ich weiß, was das hier für eine Dose ist. Genau, ihr Lieben, Dankeschön, dass ihr mit mir dabei wart. Beim nächsten Video geht es dann endlich los mit dem Painten. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.